Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute komme ich zu dem Vergnügen, Castlevania 2 zu spielen. Ich habe gestern Castlevania 1 gespielt und das war schon ziemlich lästig, auch wenn es auch sehr schwer war. Und heute Castlevania 2. Genug der Vorrede, rein ins Vergnügen. So. Aha, da gab es schon ein Passwortsystem. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Spiel noch nie vorher gespielt. Aha, okay. Ich dachte, den muss ich hauen. Okay, ich soll einen weißen Kristall kaufen. Mal kurz erkunden hier, was hier noch so gibt. So. Hüpfen, hauen, okay. Das ist wieder der Handy da, okay. Kann ich da jetzt was kaufen da drinnen? Aha. Okay, ich raste hier. Für eine Weile. So, wie komme ich jetzt wieder raus hier? Wo ist hier der Ausgang? Ist mir jetzt so nicht ganz klar, wo ich hier den Ausgang habe. Ah, da, okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein so adventure-lastig war, der zweite Teil. Finde ich gut, dass sie da gleich was anderes probiert haben. Möchte ich heiliges Wasser kaufen? Nö. Oder soll ich? Nein. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr Geld, oder? So. Meint die Fackeln da zu hauen? Nein. Rüberhüpfen. Sagt ihr mir was? Okay. Bisschen forschen, da muss sein, Leute. Hey, sprich mit dir, komm schon. Aha. Nur mit Magie kann ich den die Mauer des Bösen da durchbrechen. Okay, ich habe einen Freund in der Stadt, da soll ich ihn besuchen. Gut, vielleicht mache ich das irgendwann mal. So, Frage, war ich da schon drinnen? Ich glaube schon. Ich glaube, ich gehe da mal raus und stürze mich mal ins Geschehen. Uah. Oder ins Wasser. Nicht ins Geschehen stürzen, sondern ins Wasser. Tja, ja. Aha. Aha, jetzt ist es Nacht. Oh oh, und wir alle wissen, in der Nacht, da kommen die Vampire. Ah, da sind sie schon. Die Untoten. Die Verdammten. So, da, warum sind diese Bäume eigentlich alle abgeschnitten? Was soll das? Verstehe ich nicht. Ja, was gibt's mal zu sagen? Ja, Audio passt, Grafik ist eigentlich auch ganz nice. Abgesehen von den abgeschnittenen Bäumen, die verstehe ich nicht. Wieso kann ich den da nicht gescheit abmaxeln? Und wo kriege ich keine Energie dazu, wenn ich Herzen einsammle? Abgeschnittenen Bäume finde ich irgendwie seltsam. Was soll das darstellen? Oder sollte das keine Bäume sein? Irgendwas anderes? Man weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich habe immer was zu meckern. Selbst an Castlevania 2.
so, also ich muss, dass man da jetzt zum Beispiel nicht weitergehen kann, es ist doch grafisch einfach unklug gelöst von der Farbwahl her. Das ist einfach unhübsch. So, da komm her, Skelett, Mann. So, da weiter geht's. So, den auch noch. Es gibt wenig zum Einsammeln. Im ersten Teil gab es irgendwie mehr zum Einsammeln. Ja, ja, ihr wisst, ich sammle gerne Sachen ein. Ich bin ein Freund von Gameplay. Ah, ja, 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 ja. Dass der das kann, wusste ich nicht. Dass er so schräg raufschießen kann. Dann gehe ich da schnell weiter, Leute. Nein, 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 geh weg von mir. Ah, nein, geh weg. Sehr gut, verschwinde wieder. Ab mit dir ins Wasser. Tschüss. Die Skelette mag ich lieber, die gehen schneller kaputt. So, da. Also die Grafik, ich weiß nicht, das mit diesen abgeschnittenen Bäumen, das ist irgendwie komisch. Da kann ich mich einfach nicht dran gewöhnen. Ich sag, Grafik im ersten Teil fand ich irgendwie hübscher. Weiß nicht, wie geht's euch? Welchen Castlevania Teil ist, also welchen Castlevania Teil fandet ihr am besten? Haut mal rein in die Kommentare. Mich interessieren, was ihr da so bevorzugt. Also bis jetzt muss ich sagen, ich glaube, mein Favorit ist der erste. Obwohl das einfach für mich natürlich viel zu schwer war, keine Frage. Aber das war halt damals so. Okay, hier gibt es wieder Text. Die Morgensonne hat irgendwas. Ah, die Morgensonne ist zurückgekommen. Sehr gut. Ich mag ja die Sonne. Okay, das geht nicht. Man dachte, ich komme da vielleicht rauf. So kann man sich irren. Da weiß nicht, vielleicht wäre es gegangen. Ich gehe mal unten rum. Ja, das wäre ein guter Platz für einen Geheimweg. Gibt es keinen Geheimweg hier? Okay. Gibt es hier überhaupt Geheimwege? Keine Ahnung. Auch mal da lassen in den Kommentaren. Gibt es bei Castlevania 2 Geheimwege irgendwo? Na, scheint mir ja schon fast Metroidvania-mäßig zu sein, oder? Kommt mir das hier nur so vor. Ah, da kann ich die Schilder lesen. Ah, ich muss mich in der Kirche. Okay, ich raste mal in der Kirche. Das hört sich nach einem guten Plan an. Rest here for a while. Okay. Danke sehr. Wir wissen, mehr Leben ist immer besser. Ah, ich drücke immer zu schnell. Ja, ja, ich war ja gerade ausrasten in der Kirche. Sagt der ja. Ich habe einen Freund. Schön. Schön, dass wir alle sagen, dass ich einen Freund habe in der Stadt. Und da reinschauen. Ich habe schön nichts da drinnen. Geheimgang? Nein, da gibt es keine Geheimgänge. Ich habe so das Gefühl, für dieses Game reichen keine 10 Minuten, um es richtig kennenzulernen. Macht aber nichts. Ich hab Zeit. Ah! Ich hab Zeit, denn ich habe mir extra vorher die Mars Inside Landing angesehen. Und dachte, schaue ich mir vorher noch den Let's Play aufnehmen oder nachher? Und ich glaube, nachher war eine gute Entscheidung. Ah, wie komme ich darauf? Komm schon. Hüpf doch! Wow, der Hüpf ist aber schlimm getimt, die Sprünge. Also zumindest diese eine war irgendwie schwierig, finde ich. So, na, ein bisschen ein Slowdown hier.
So, da. Tschüss. Ah, die Steuerung ist schon recht präzise, also da gibt es eigentlich nichts. Keine Beschwerde wegen der Steuerung hier. Ja. Die ist selten gut. Und jetzt gefällt mir auch die Grafik wieder, also so passt das wieder für mich. Und diese abgeschnittenen Bäume, die waren mir irgendwie... Wahrscheinlich hat das, war das irgendwas ganz anderes und ich habe es nicht verstanden, habe die Grafikdarstellung einfach nicht verstanden. Mag sein. So, geh rauf, da komm. Was gibt es da drüben? Ich habe so das Gefühl, da gibt es vielleicht irgendwas. Wenn ich da nicht drüber gehe, versäume ich was, habe ich das Gefühl. Ah, das waren dauernd wieder neue. Das nervt. Ah, das nervt. Ach so, es nervt. What a horrible night. Okay. Mich. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Eck schwerer. Ah, ich brauche hier Mod Easy, Leute. Das ist ein Mod Easy zum Kennenlernen. Geh weg da. Blödes Auge. Ich mag dich nicht. Glaub zum anderen an. Kann ich da reingehen? Nee. Ist das ein Geheimgang? Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Geheimgang? Ah! Weg! Ja, ich finde die Kämpfe finde ich hier eigentlich auch nur so mittel. Aha, hier haben wir wieder die abgebrochenen Bäume. Ah! Kann man sich nicht. Hier kann man sich nicht drücken. Okay, hier wird es ein bisschen anspruchsvoller von den Gegnern her auch. Ah! Ah, wie viele. Ja, da brauche ich eigentlich, glaube ich, eine bessere Peitsche. Come on, hüpf doch, du Affe, hüpf doch! Hüpf doch! Hüpf! Schnell weg hier! Oh. Ich hoffe, jetzt bin ich in einer Stadt wieder. Schaut schlecht aus. Jetzt gehe ich hier mal oben. Immer diese Untoten. So, weg damit. So, da, wo geht's da weiter? Ja, die Grafik wiederholt sich halt schon oft. Fällt zumindest auf. Ich weiß auch gar nicht, welches ist eigentlich so der anerkannt beste Teil bei Castlevania? Ja, ich weiß schon, warum ich das jetzt erst zum ersten Mal spiele, Castlevania, weil ist einfach nicht ganz so meins. Was soll ich sagen? Ist einfach so. Mag ein Klassiker sein, aber nicht so unbedingt meins diese Art zum Spiel. So, dann. Was ist schon steht da? Da drinnen, da kann ich nicht rein. Okay, steht da nix. Oh, was ist mit dir los, Hexe? Geh weg. Wie stark ist die denn bitte? Die ist ja unbesiegbar. Ich frage mich, kann ich drüber hüpfen? Ja, die Morgensonne kommt, rette mich vor dieser blöden Hexe. Haltest du mich vor der blöden Hexe? Ja, verbrenne blöde Hexe. So, da. Gut, schauen wir mal da oben noch.
Wie geht's da weiter? Kurz schauen, was da los ist. Okay, da kommen die Untoten aus der Erde. Taugt man gar nicht. Weg damit mit den Untoten. Ja, ich merke schon, ich bin eigentlich einfach schon zu wenig aufgebaut für da, wo ich jetzt bin. Da bräuchte ich schon wieder irgendwelche Extras. Und ich habe einfach keine. Ich weiß es ja nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es hier irgendwelche Extras gibt. Gut, da ist hier ein leerer Raum. Was hat es eigentlich mit diesen leeren Räumen auf sich immer? Die Entwickler keine Zeit gehabt, sie zu befüllen, oder macht das irgendwie doch irgendwie Sinn? Und ich verstehe eben nicht. Ja, sowas will ich haben. So eins, was mich für den Gift beschützt. Gib mir sowas hier. Ja, wo ist die Kirche? Die Kirche hier leider noch nicht entdeckt. Diesen Dorf. Naja, haben wir irgendwie mehr erwartet von Castlevania 2, muss ich ehrlich sagen. So einen großen Titel. Aber ich weiß, ich war nie der Fan von den Nachkommenden. Ich mochte es auch, ich fand es auch am Super Nintendo nur so mittel. Ja, ja, jetzt werden wieder alle brüllen, aber es ist einfach nicht meine Art von Spiel. So, ich schaue noch ein Stück weiter und dann war es das wieder für mich heute. Ich wollte eigentlich heute noch eine Runde Feuer zocken, beziehungsweise so ein Feuer-Game probieren, wo man einen Motor zusammenbauen muss. Okay, da komme ich nicht drüber, da brauche ich irgendeinen extra. Ein super Jumpsuit, whatever. Gut, ab in die Kiste! Ja Leute, das war Castlevania. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann haut mir mal einen Daumen hoch entgegen und haut mir in die Kommentare, wie ihr so zu Teil 2 steht. Ja, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, da auf der rechten Seite könnt ihr euch anschauen, was ich noch nicht schon alles gezockt habe. Und das ist jede Menge. Und ja, das war's. Bye, bye.